Hallo und willkommen bei den Denkreisen. Heute möchte ich etwas ganz anderes eröffnen. Ich begebe mich an dieser Stelle in die Welt der Comics. Eine Sphäre, in der ich alles andere als heimisch bin. Mit einer einzigen Ausnahme. Ich möchte mich in dieser Reihe mit dem großen Meister der frühen europäischen Comics-Kultur beschäftigen. Die Rede ist natürlich von Georges Remy, besser bekannt als Hergé, dem Vater von Tintin, in Deutschland als Tim und Struppi bekannt. Der Grund, weshalb mich Tintin stets faszinierte, hat sicherlich damit zu tun, dass Hergé aus einer ganzen Reihe an Gründen auch umstritten ist. Er ist eine komplexe, nicht immer leicht zu verstehende Gestalt mit großem Talent und künstlerischer Beharrlichkeit, doch diese Gestalt wirft zugleich dunkle Schatten. Es ist allerdings gerade diese Vielschichtigkeit und Ambivalenz, die Hergé für mich so interessant machen. Bei einem anhaltenden Interesse an Tintin und seinem Erschaffer spricht man oft von Tintinologie. Und das ist ebenso augenzwinkernd gemeint wie der Ausdruck Donaldismus bei den eingeschworenen Fans von Entenhausen. Tintinologie stellt somit nicht den Anspruch dar, eine Wissenschaft zu sein, oder um es anders zu sagen, Tintinologie ist so sehr eine Wissenschaft, wie Tintin ein Reporter ist. Also eigentlich gar nicht. Meine Quellen sind hierbei natürlich die betreffenden Magazine selbst, angefangen mit Tim im Lande der Sowjets, bis hin zu Tim und die Picaros rund 50 Jahre später. Eine weitere Quelle stellt für mich das kurzweilige Buch Auf den Spuren von Tim und Struppi dar von Michael Farr, für viele inzwischen ein Standardwerk, das sich mit den Hintergründen, den Inspirationen und Vorlagen der einzelnen Bände befasst. Und ich bediene mich auch der detaillierten und stellenweise schonungslosen Biografie Hergé, The Man Who Created Tintin von Pierre Azoulin, wie auch weiterer Quellen wie Interviews und Dokumentarfilme. Doch genug der Einleitung. Ich sage nur Hagel und Granaten, 100.000 heulende und jaulende Höllenhunde.